Das Landtagsgebäude in Bozen. Hier befindet sich der Sitz des Südtiroler Landtages. Er ist das Parlament Südtirols und damit das gesetzgebende Organ des Landes. Hier tagen die von der Südtiroler Bevölkerung gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter. In Südtirol leben rund 535.000 Menschen. Sie gehören drei verschiedenen Sprachgruppen an, der Deutschen zu 69%, der Italienischen zu 26% und der Ladinischen zu 4,5%. Dazu kommen Menschen aus zahlreichen Ländern der Welt. Südtirol ist die nördlichste Provinz Italiens und besitzt eine besondere Form von Autonomie. Das bedeutet, dass sich das Land in vielen Bereichen selbst verwalten kann. Dies hat historische Gründe. Von 1363 bis 1918, also mehr als ein halbes Jahrtausend lang, gehört Tirol, das die Gebiete des heutigen Trentino, Südtirols und des Bundeslandes Tirol umfasst, zum Habsburgerreich. In diesem riesigen Vielvölkerstaat werden viele verschiedene Sprachen gesprochen. Nach dem Ersten Weltkrieg wird das historische Tirol aufgeteilt. Südtirol kommt dabei zu Italien. Wir schreiben das Jahr 1919. 1922. In Italien entsteht ein totalitäres Regime. Der Faschismus. In Südtirol, das nun als Alto Adige bezeichnet wird, wird der Gebrauch der deutschen Sprache im gesamten öffentlichen Leben verboten. Auch der Schulunterricht erfolgt nur mehr in italienischer Sprache. In 1923 werden die in 5 Dolomitentälern lebenden Ladinerinnen und Ladiner auf verschiedene Provinzen und Regionen aufgeteilt. Das faschistische Regime lässt in den 20er und 30er Jahren in Bozen eine große Industriezone errichten, die den Zuzug von tausenden Arbeitskräften, hauptsächlich aus dem oberitalienischen Raum, nötig macht. Dadurch steigt die Anzahl der italienischsprachigen Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Bozen sprunghaft an. 1939, die Zeit der Option. Infolge eines Abkommens zwischen den beiden Diktatoren Mussolini und Hitler müssen die Südtirolerinnen und Südtiroler wählen, ob sie in Südtirol bleiben und zu Italienerinnen und Italienern werden wollen oder ihr Land verlassen und nach Deutschland auswandern möchten. 1939 bis 1945, der Zweite Weltkrieg bringt Tod, Zerstörung und Verzweiflung. Mit Kriegsende beginnt für Südtirol eine neue Ära. Es wird der Grundstein für die heutige Autonomie gelegt, für eine Form der Selbstverwaltung und des Zusammenlebens zwischen verschiedensprachigen Menschen, die beispielhaft ist in Europa. Alles beginnt im Jahr 1946. Bei der Pariser Friedenskonferenz beschließen die Siegermächte, Südtirol bei Italien zu belassen. Italien und Österreich unterzeichnen aber zugleich ein Abkommen, den sogenannten Pariser Vertrag, mit dem der Schutz der Sprache und Kultur der deutschsprachigen Minderheit zugesichert wird. Darauf aufbauend wird 1948 das erste Autonomiestatut verabschiedet. Die deutschsprachige Bevölkerung ist damit aber nicht zufrieden, da die Selbstverwaltungs- und Gesetzgebungsbefugnisse größtenteils in den Händen der italienischsprachigen Mehrheit innerhalb der Region Trentino-Südtirol liegen. Zudem setzt die italienische Regierung wesentliche Bestimmungen des Pariser Vertrages nicht oder nur sehr zögerlich um. Es kommt zu Protesten der Südtiroler Bevölkerung, die in der Kundgebung auf Schloss Sigmundskron 1957 einen ersten Höhepunkt finden.
Ende der 1950er Jahre bringt Österreich die Südtirol-Frage vor die UNO. Die Spannung in der Bevölkerung steigt weiter an. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1961, am Herz-Jesu-Sonntag, kommt es in Südtirol zur sogenannten Feuernacht, einer Serie von Sprengstoffanschlägen auf Elektromasten. Nach zwei Resolutionen der Vereinten Nationen finden intensive Verhandlungen zwischen der italienischen und der österreichischen Regierung sowie Vertreterinnen und Vertretern Südtirols statt. Nachdem die SVP dem zu einem Paket zusammengefassten Verhandlungsergebnis 1969 zugestimmt hat, tritt im Jahr 1972 endlich ein neues, das sogenannte Zweite Autonomiestatut in Kraft. In den darauf folgenden 20 Jahren arbeitet eine eigene Kommission die Bestimmungen zur Umsetzung dieser neuen Autonomie aus. Im Juni 1992 legen Österreich und Italien vor den Vereinten Nationen offiziell ihren Streit bei und bringen damit die Südtirol-Frage zum Abschluss. Durch die Autonomie kann sich Südtirol in vielen Bereichen selbst verwalten und gesetzgeberisch tätig werden. Wie zum Beispiel bei der Ortsnamengebung, beim Landschaftsschutz, bei der Raumordnung, im Handwerk, bei Kindergärten, bei Jagd und Fischerei und so weiter. Über den Landtag, die Landesregierung und den Landeshauptmann bzw. die Landeshauptfrau übt das Land seine Zuständigkeiten aus. Die Abgeordneten des Landtages werden alle 5 Jahre von der Bevölkerung gewählt. Die Wählerinnen und Wähler müssen mindestens 18 Jahre alt sein und über das aktive Wahlrecht verfügen. Im Landtag sitzen 35 Abgeordnete, die den 3 Sprachgruppen des Landes angehören. Je nach ihrer politischen Ausrichtung schließen sie sich zu Gruppen, den sogenannten Fraktionen, zusammen. Im Landtag kann Italienisch oder Deutsch gesprochen werden. Während der Sitzungen ist eine Simultanübersetzung verfügbar. Auch sämtliche Dokumente sind zweisprachig. Der Landtag hat 3 Hauptaufgaben. Erstens, er verabschiedet die Landesgesetze, die sämtliche Bereiche betreffen können, deren Regelung nicht ausschließlich dem Staat vorbehalten ist. Schule, Gesundheitswesen, Nutzung der öffentlichen Gewässer, Handel und viele andere Aspekte unseres Lebens. Zweitens, er kontrolliert die Tätigkeit der Landesregierung, beispielsweise durch Anfragen. Das heißt, dass die Abgeordneten die Landesregierung schriftlich oder mündlich, siehe aktuelle Fragestunde, zu bestimmten Themen befragen. Er verpflichtet die Landesregierung, in einem bestimmten Bereich tätig zu werden. Dazu bringen die Abgeordneten sogenannte Beschlussanträge ein. Außerdem wählt der Landtag den Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau und die Landesregierung. In seiner ersten Sitzung nach den Wahlen wählt der Landtag die Präsidentin oder den Präsidenten. In der ersten Hälfte der Legislatur wird sie oder er unter den Abgeordneten der deutschen Sprachgruppe gewählt, in der zweiten Hälfte unter jenen der italienischen. Sollte die Mehrheit der einen oder anderen Sprachgruppe auf dieses Amt verzichten, kommt die ladinische Sprachgruppe zum Zug.
Die Präsidentin oder der Präsident vertritt den Landtag, beruft ihn ein und führt bei den Landtagssitzungen den Vorsitz, erteilt das Wort und sorgt für die Einhaltung der Geschäftsordnung. Der Landtag wählt außerdem bis zu 2 Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, die den beiden Sprachgruppen angehören, denen die Präsidentin oder der Präsident nicht angehört. Auch werden 3 Abgeordnete gewählt, die gemeinsam mit der Präsidentin oder dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten bzw. Vizepräsidentin das Landtagspräsidium bilden. Zumindest eine oder einer dieser Abgeordneten muss der Opposition angehören. Die Hauptaufgabe des Präsidiums besteht darin, die Präsidentin oder den Präsidenten bei der Leitung der Landtagssitzungen und der Landtagsverwaltung zu unterstützen. Die Landesregierung ist das ausführende Organ des Landes. Sie ist zusammengesetzt aus dem Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau, den 3 Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern, die jeweils der deutschen, italienischen und ladinischen Sprachgruppe angehören, und einer bestimmten Anzahl an Landesrätinnen und Landesräten, die zu Beginn der Legislatur vom Landtag bestätigt wird. Der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau, der bzw. die vom Landtag in geheimer Abstimmung und mit absoluter Stimmenmehrheit aus seiner Mitte gewählt wird, weist den Mitgliedern der Landesregierung die Bereiche zu, die sie zu verwalten haben. Die Gesetzgebungsausschüsse, die aus Abgeordneten zusammengesetzt sind, haben die Aufgabe, die Gesetzentwürfe zu prüfen, bevor sie im Landtag behandelt werden. Zu Beginn der Legislaturperiode legt der Landtag fest, wie viele Gesetzgebungsausschüsse eingerichtet werden, für welche Bereiche sie zuständig sind und wie viele Mitglieder jeweils darin sitzen. Gesetzentwürfe können von den Abgeordneten, von der Landesregierung, dem Rat der Gemeinden, aber auch von der Bevölkerung selbst vorgelegt werden. Im letzteren Fall muss eine bestimmte Anzahl Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern gesammelt werden. Die Gesetzgebungsausschüsse prüfen jeden ihnen zugewiesenen Gesetzentwurf binnen 90 Tagen, wobei sie ihn auch abändern können. Nach Abschluss der Arbeiten geht der Gesetzentwurf zusammen mit einem schriftlichen Bericht an die Präsidentin bzw. den Präsidenten des Landtages zur Behandlung im Plenum zurück. Die Ausschussmitglieder, die mit dem Gesetzentwurf nicht einverstanden sind, können einen Minderheitenbericht vorlegen. Die Landtagssitzungen sind öffentlich. Alle können in den Landtag kommen und bei den Sitzungen dabei sein. Diese werden außerdem live im Internet übertragen. Während der Plenarsitzungen werden in der Regel verschiedene Punkte behandelt, etwa Anfragen in der aktuellen Fragestunde oder Beschlussanträge, die an die Landesregierung gerichtet sind, oder Landesgesetzentwürfe. Wie alle Punkte werden auch die Gesetzentwürfe vor ihrer Behandlung im Plenum auf die Tagesordnung des Landtages gesetzt. Die Behandlung eines Gesetzentwurfs im Plenum beginnt mit der Generaldebatte, bei der jede und jeder Abgeordnete höchstens eine Viertelstunde zum Gesetzentwurf sprechen darf. Anschließend werden die einzelnen Artikel behandelt. Auch Änderungsanträge, mit denen vorgeschlagen wird, Teile des Textes abzuändern, können bis zu 48 Stunden vor Beginn der Landtagssitzung vorgelegt werden. Schließlich wird über den Gesetzentwurf abgestimmt. Wird das Landesgesetz genehmigt, wird es im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt normalerweise 15 Tage später in Kraft. Ist die Regierung in Rom der Meinung, dass das Landesgesetz staatliche Zuständigkeiten verletzt, kann sie innerhalb von 60 Tagen beim Verfassungsgerichtshof die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes aufwerfen. Aber auch das Land kann sich an den Verfassungsgerichtshof wenden, wenn es glaubt, dass ein Staatsgesetz seine Zuständigkeiten gemäß Autonomiestatut verletzt. Beim Landtag sind auch verschiedene Institutionen angesiedelt. Die Volksanwaltschaft vermittelt bei Problemen zwischen Bürgerinnen bzw. Bürgern und öffentlicher Verwaltung.
Bei der Volksanwaltschaft ist auch die Antidiskriminierungsstelle angesiedelt. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft ist Ansprechpartnerin, wenn es um Rechte und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen geht. Die Gleichstellungsrätin setzt sich dafür ein, die Arbeitswelt für Frauen zu verbessern und geschlechtsspezifische Diskriminierung zu bekämpfen. Bei der Gleichstellungsrätin sind zudem der Anti-Mobbing-Dienst und der Südtiroler Monitoring-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eingerichtet. Der Kommunikationsbeirat ist zuständig für alle Fragen im Bereich des Kommunikationswesens und Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, wenn diese Probleme mit Telekommunikationsunternehmen haben. Der Rat der Gemeinden ist das Vertretungsorgan der Lokalkörperschaften und gibt zu Landesgesetzen und Akten, die die Gemeinden betreffen, Gutachten ab. Die Prüfstelle überprüft die öffentlichen Ausgaben, die Gesetzmäßigkeit, die Unparteilichkeit und die reibungslose Abwicklung der Verwaltungstätigkeit des Landes und der abhängigen Körperschaften. Wir haben nun erfahren, wie der Südtiroler Landtag funktioniert. In einer Demokratie regiert sich die Bevölkerung selbst. Einerseits, indem sie ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter wählt, andererseits, indem sie sich in Volksabstimmungen oder Referenden direkt zu politischen Fragen äußert. Es ist sehr wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger darüber Bescheid wissen, was in den demokratischen Gremien vor sich geht und wie sie aufgebaut sind. Darüber hinaus ist es von großer Wichtigkeit, dass alle gemeinsam am öffentlichen Leben teilnehmen, indem sie sich informieren und versuchen, die Entscheidungen der Politik sowohl durch ihre Stimme als auch durch andere Initiativen mitzugestalten.